Game Boy Advance Kalender ist heute Harry Potter Gast. Wir schauen uns den Stein der Weisen an und freuen uns einen Ast. Ja, dieses Spiel erschien für PC, PlayStation 1 und 2. Auch GameCube, Gameboy Color und Gameboy Advance sind mit dabei. Die Nintendo-Handhelds hatten schon immer eine Neigung dazu, mittelmäßigen Lizenzspielen Tor und Tür zu öffnen. Zahlreiche Male wurden bei ein und demselben Spiel nur die Sprites ausgetauscht und eine neue Marke draufgehauen, wie manche mutigen Recken erst nach einigem Hinsehen herausgefunden haben. Vor allem dann beim Nintendo DS kam ich mir beim Stöbern im Spieleregal immer etwas verarscht vor, wenn die Hälfte der ausgestellten Spiele aus Ponyhof-Simulatoren bestand. Jetzt war zur Blütezeit des Game Boy Advance Harry Potter in aller Munde. Gerade war mit dem Feuerkelch der vierte Roman in die Buchhandlung gekommen und der erste Film erfolgreich im Kino angelaufen. Nur eine Frage der Zeit also, bis erste Videospieladaptionen des Stoffes erscheinen würden. Und so hatten wir das Glück, mit Harry Potter und der Stein der Weisen auch eine Adaption für den Game Boy Advance zu bekommen. Lizenzspiel. Adaption von einer anderen Konsole. Uff, mir schwant Böses. Und dann wurde ich doch positiv überrascht. Mal vorneweg ein bisschen die Handlung zusammengefasst. Der junge Harry Potter wächst als Waisenkind bei der Familie seiner Tante auf, die ihn schlecht behandelt und in einem Schrank unter der Treppe schlafen lässt. Eines Tages bekommt Harry einen Brief zugeschickt, der ihm mitteilt, dass er ein Zauberer ist und auf der Schule Hogwarts angenommen werden soll. Dort findet er zum ersten Mal in seinem Leben Freunde und erfährt darüber hinaus, dass er der Auserwählte ist. Der böse dunkle Magier Lord Voldemort hat sich beim Versuch, Baby Harry zu töten, selbst zerstört. Jetzt kehrt Voldemort aber zurück und Harry ist die einzige Hoffnung, den Aufstieg des dunklen Herrschers aufzuhalten. Mehr brauche ich hoffentlich nicht erklären, die meisten von euch haben die Bücher sicher auch gelesen. Das Spiel beginnt direkt in Hogwarts. Die Vorgeschichte wird in schönen Illustrationen gezeigt. Nach und nach besuchen wir verschiedene Schulfächer und lernen dort verschiedene Zaubersprüche, wie etwa Flipendo, was so das Force-Push-Pendant des Harry Potter-Universums ist, Alohomora, womit sich Schlösser öffnen lassen, oder der Lichtzauber Lumos. Alles Sprüche, die später im Spiel von Relevanz sein werden. Der Alltag in Hogwarts besteht aus Labyrinth-Rätselpassagen, Besenreiten und dem Finden des nächsten Handlungspunktes. In den Labyrinthpassagen gilt es, Sterne zu sammeln, den Ausgang zu finden oder sich bei Nacht vor einem Lehrer zu verstecken. Hier muss man die verschiedenen Zauber einsetzen, um Türen zu öffnen oder um Blöcke beiseite zu räumen oder sonst was zu tun. Diese Passagen sind meist relativ leicht. Da sie sich aber irgendwann zu stark wiederholen, können sie das Spiel künstlich ein wenig in die Länge ziehen. Das Besenreiten ist zwar schön rasant, aber man verliert schnell den Überblick. Schon auf dem Emulator ist es oft schwierig zu erkennen, wohin man fliegen muss. Auf einem dunklen Game Boy Advance Display will ich mir das gar nicht erst vorstellen. Zwischendurch kann man sich ab und zu frei durch Hogwarts und Umgebung bewegen. Und das ist der eher nervigste Punkt. Anfangs kann man auch einiges entdecken, zum Beispiel Schokofrösche mit Zauberersammelkarten sammeln, doch früher oder später geht es nur noch darum, einen bestimmten Punkt zu erreichen, um die Handlung weiterzutreiben. Und das ist die einzige wirkliche Schwäche, die ich dem Spiel unterstelle. Es ist halt doch nur ein Tunnel, der Szene an Szene reiht und mit kleineren Zeitstrecken unterbricht. Was ich dem Spiel aber sehr positiv anrechne, ist die Tatsache, dass es was Eigenes macht. Es hängt sich nicht allzu sehr an die Filme dran. Einzelne Charakterdesigns sind im Film nachempfunden, dennoch haben sie darauf verzichtet, Szenen aus dem Film einzubauen und benutzen stattdessen eigene Zeichnungen, die näher an den Buchillustrationen dran sind. Es ordnet sich auch nicht zu stark der Version für PC und PlayStation unter, sondern findet ein eigenes Gameplay und eigenständiges Leveldesign. Es ist auch nicht nur eine aufpolierte Variante des zeitgleich erschienenen Game Boy Color Spieles, die beiden Spiele sind vollkommen unterschiedlich. Die Grafik ist schön und zwischen Schlossgängen, Verliesen und Klassenzimmern bekommt man einige Abwechslung geboten. Es zielt natürlich auf eine jüngere Zielgruppe. Der Schwierigkeitsgrad ist echt gering. Die Spielzeit nicht unbedingt üppig, man bleibt selten länger irgendwo hängen. Was man dafür bekommt, ist ein schön designtes Spielerlebnis, das den Spieler schön durch die Handlung des ersten Teils führt. Man trifft alle wichtigen Charaktere, auch diese, die im Film gefehlt haben, und man bekommt einen super soliden Einblick in die Spielwelt. Für den Game Boy Advance gab es dann auch für die drei nachfolgenden Romane Adaptionen. Die habe ich alle nicht gespielt. Die Kammer des Schreckens scheint mir ein schönes Comic-Design in der ISO-Perspektive zu haben, funktioniert ansonsten ähnlich.
Der Gefangene von Azkaban ist dann eher ein Rollenspiel, was ich mir im Harry Potter-Universum durchaus als passend vorstelle. Und der Feuerkelch hat es dann schlussendlich tatsächlich geschafft, doch noch der billige Adaptions-Sellout zu werden, den ich eigentlich schon für den ersten Teil befürchtet hatte. Nun ja, was soll ich sagen? Gutes Spiel, definitiv mal ein Anspielen wert. Für Fans des Harry Potter-Universums auf jeden Fall und für die Leute, die mit Harry Potter vielleicht noch nichts anfangen konnten, könnte das ein guter Einstieg sein.